sonst kannst du die Handyrechnung selbst bezahlen. Sandy und Justin haben eigene Probleme, doch sind sie erst 16, gehst du ihnen aus dem Weg. Sandy und Justin fragen dich, hast du Probleme, und du gibst Sandy und Justin dein Portemonnaie. Sandy und Justin, Täter ohne Opfer. Sandy und Justin, Kinder des Wohlstands. Sandy, es ist kalt draußen, zieh die Jacke an. Nutella ist alle, wir holen mehr Brötchen auf dem Weg zum Amt. Da kannst du mit Mamas Handy spielen, und wenn du lieb bist, gibt's heute Mittag auch Ketchup mit Spaghetti. Und du kannst Jacqueline einladen, seit der ihr Papa weg ist, schläft er ihre Mutter doch immer so lang. Und ihr geht ein bisschen spielen, ne? Unten beim Container, du weißt ja, Papa malt es nicht so laut am PC dran. Und lass die Finger von mein Tabak, den braucht Papa zum Stopfen, ist kein Spielzeug, hab ich tausendmal gesagt. Nee, du kriegst keine. Hör mal, junges Fräulein, bist du 14, bist raus und trinkst du mir nicht. Siehst ja, was mit deiner Schwester ist, kein Schulabschluss und Lehre tut zu haben. Nix tut zu haben, und heute Abend geht die Mama in ne Disco. Papa guckt Bayern und du bleibst auf dein Zimmer. Nix, warum ist so? Ich sag nur letztes Mal, ja, wo Fußball war, letztes Mal. Als Papa bisschen was getrunken hat, willst du nicht nochmal, oder? Siehst du also, zieh jetzt die Scheißjacke an. Papa hat Blutdruck, Sandy, zieh jetzt die Scheißjacke an. Sandy und Justin haben eigene Probleme, doch sind sie erst 16, gehst du ihnen aus dem Weg. Sandy und Justin fragen dich, hast du Probleme, und du gibst Sandy und Justin dein Portemonnaie.